So, ich bin ja auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und gehe jetzt einfach mal hier bei Horizon an den Stand. Die haben hier verschiedene Modelle ausgestellt. Hier viele BNF-Flugzeuge, Flieger, Segler oder Segler haben die hier mitgebracht. Am coolsten finde ich jetzt hier, wenn ich jetzt mal so durchgehe, hier jetzt nicht nach unten gehe, finde ich jetzt hier den Segler bzw. hier den Militärjet. Ah, ganz cool gemacht. Oder hier oben gibt es als BNF oder PNF, je nachdem. Ah, sehr cool. Wie gesagt, hier in Nürnberg zu sehen. So, neben den Fliegern haben wir auch, gehe ich hier mal durch, wir haben hier auch von Blade die Helikopter hier da, Smart BNF Basic. Gibt es verschiedene Varianten, hier den Infusion 180 BNF Basic, na, dann gibt es hier den Blade 150S Smart als BNF. Spint and Fly. Am besten man kauft sich auch einen Spektrum Sender dazu, dann funktioniert das ganz easy, die Modelle miteinander zu binden auf den Sender. Man kann einen Sender verwenden für mehrere Modelle. Hier haben wir hier unten jetzt hier die kleinen Crawler, und zwar SCX-24 sehen wir hier mal. Gibt es in verschiedenen Varianten. Den Jeep Gladiator gibt es, dann haben wir hier einen Chevrolet verborgen und hier haben wir noch einen Chevrolet. Ja, dazu gibt es hier diesen Sender dazu. Die Steuerung. Mal gucken, ob man hier, dass ja hier die Klappe aufgeht. Hier haben wir jetzt das Lenkrad Schaumstoff ummantelt. Hier haben wir die Einstellmöglichkeiten, ein Ausschalter, Servo Reverse und auch die Dual-Red, ganz normaler Zweikanalsender hier mit im Fahrzeug bei. Und hier haben wir hier mal den kleinen Crawler von unten. Karosse kann man auch abnehmen, also von der Seite her ist er auch schraubar, das ganze Modell. Dann hier unten Axial SCX-10-3, ja, der aktuelle Crawler von Horizon, von Axial mit Portalachsen. Vier Linkaufhängung hier am Messestand zu sehen, gibt es als R2R mit Sender. Dann haben wir hier aus der Becherlinie, Offroad-Linie 1:8 Granit. Wir sehen ein heckangetriebenes Auto. Wir haben hier vorne keinen Antrieb drin, fest eingestellte Querlenker. Ja, dann haben wir hier ganz normal drin, ganz normale Stoßdämpfer drin aus Kunststoff. Wir haben dann hier ein Brushed Regler und ein Brushed Motor verbaut mit 21 Türen, ne? Typische Monster Truck Reifen dazu, Einzelradaufhängung. Wie gesagt, wir haben ein heckangetriebenes Auto mit Teleskopradern oder Teleskopwellen drin. Hier fehlt die Antriebswelle. Man kann natürlich hier eine Welle reinbauen, hier vorne Differential. Könnte man den theoretisch den Granit auch als Allrad verwenden. Das war jetzt hier der Allrad, beziehungsweise der 4x2, also das heckangetriebene Auto von Arma. Dann haben wir hier einen kleinen Lucy, den 1:18er Mini-Lucy. Hier.
Ah, ist schon ein cooles gedämpftes Fahrzeug. Wir haben Rillenreifen drauf, wir haben Spike-Reifen hinten, wir haben auch wieder heckangetriebenes Auto hier. Aufhängung ist einstellbar. Wir haben an der Hinterachse hier ganz normale Knochen drinne verbaut, so wie es der. Ja, auch Einzelradaufhängung, Öldruckstoßdämpfer, ja, kleinen Motor drinne, dass das Ding auf Leistung bringt hier. Ja, das ist wie gesagt der kleine 1:18er Mini-Truck von Musi. So, und was ist eigentlich unter der Karosserie verbaut? Ah, hier sieht man es. Wir haben jetzt hier eine Einzelradaufhängung. Wir haben hier ein kleines Mikroservo drin. Wir haben hier oben drauf den Empfänger verbaut. Hier haben wir den Schalter. Hier haben wir den Motor. Sehen wir leider jetzt nicht so genau, wie viel KV das ist. Leider schade. Dann haben wir hinten einstellbare Spurstangen für den Sturz. Wir haben hier Stoßdämpfer, können wir hier auch einstellen in der Vorspannung. Wir haben hier kleine Steckerchen dran, ich weiß gar nicht, EC3 oder noch kleiner, manchmal steht es ja auch drauf, hier so EC2 Stecksystem. Wie gesagt, hier vorne das kleine Servo, darunter hier verbirgt sich der Akkupack. Wir haben ein heckangetriebenes Auto, hatte ich schon gesagt, mit Einzelradaufhängung, C-Hub-Aufhängung, coolen Grillenreifen für vorne, typisch für diese Klasse. Ja, so, hier ein Blick auf Servo mit Servosever. Hier der Akkugetriebe ist verschlossen. Wir haben Aluminiumchassis drunter. Ja, das ist hier jetzt mal der kleine Mini. Dann haben wir hier ein cooles Fahrzeug, hier den 1:10er 860er Ford F100 225 2WD. Local Pair Dragstar Racing mit den coolen Dragstar Reifen drauf. Ey, cool, dass die Reifen innen stehend sind, also sieht natürlich richtig cool aus. Von hinten haben wir die Wheelie Bar dran. So cool ist das LMT Monster, der Solid, so geil, vor allem mit der Lackierung. Ich hoffe, man sieht so ein bisschen die Lampe da oben, die ist natürlich nicht so optimal, aber wollte ich euch mal noch kurz zeigen. Hier Smart Akku 1000 mAh 120C. So, dann haben wir natürlich noch ein paar Fahrzeuge mitgebracht, also von Arma, wie hier zum Beispiel den Creighton 8S. Ja, coole Karre. Seht hier, was hier so alles an Technik verbaut ist. Alles stabil gemacht mit diesen, ich sag mal, Aluminiumrohren. Bewährte Technik, Smart-Technologie wird hier verwendet, Kugel gelagert. Das ist hier ein echtes Bash-Monster, nenne ich es mal. Der Creighton S8 ist hier ausgestellt. Dann haben wir noch mal einen großen Scaler SCX6 Trail Honcho 4WD. Wahnsinn, Maßstab, Wahnsinn hier. Ja, hier mal seht, in Rot, Maßstab 1:6, ist schon ein gigantisches Monster. Also Scaler. Ja, wenn man mal die 1:10er sieht, Wahnsinnsunterschied. Hier, schön komplett mit Licht. Reserverad hinten drauf, cool. So, wir haben hier eine Clipless-Karosserie, also sprich, die ist ohne Klipse, aber, oder mit Klipse, aber eben hier wird einfach nach hinten geklappt, ist hinten
so gelagert, dass man die einfach abklappen kann und den Akku wechseln kann. Und hier sehen wir mal das dicke Kraftpaket von Motor, was hier in dem Fahrzeug verbaut hat, ist. Richtig stabiler C-Rahmen hier aus Metall, aus Stahl müsste der sein. Dämpfer, ja, kennt man eigentlich mehr vom 1 zu 8er. Richtig groß. Richtig cooles Fahrzeug. Mal schauen.